Hallo ihr Lieben, einen wundervollen Abend wünsche ich euch. Es wird Herbst und heute habe ich einen ganz wundervollen Gast hier im Sony Web Talk. 10 Fotografen, 10 Wochen, 10 Themen. Und das ist der Andreas Kudowski. Der Andreas ist ein uralter Freund von mir und ich freue mich so dermaßen auf die nächste Stunde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Bevor ich Andreas allerdings reinhole, stelle ich euch wieder das Team im Hintergrund vor, nämlich unsere lieben Gastgeber von Sony. Und fangen wir gleich mal mit der lieben Nicola an. Hallo Nicola, schön dich zu sehen. Hi Steffen, schön dich zu sehen. Das ist immer eine Freude. Einmal in der Woche. Ja, zweite Talk in der zweiten Runde. Ich freue mich auch wahnsinnig. Ich kenne Andreas auch schon länger und finde es ein unglaublich beeindruckender Fotograf. Und wieder ganz anders als letzte Woche. Ganz anderer Stil, ganz andere Art, Bilder zu machen. Ich freue mich auch im Hintergrund wieder alle Fragen von den Zuschauern hier über den Zoom-Chat zu beantworten. Unten seht ihr diese F&A-Funktion. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr uns oder auch Andreas oder Steffen Fragen stellen. Wir leiten die dann weiter und die werden dann live im Talk beantwortet. Technische Fragen beantworten wir im Hintergrund und auch so versuchen wir euch den einen oder anderen Mehrwert mitzugeben, was Einstellungen oder noch kleine Tipps und Tricks betrifft. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt erstmal allen ganz viel Spaß. Und wir sehen die Nicola hinten nach der Sendung auch nochmal wieder, wenn sie uns nämlich ein bisschen was über ein schönes Gewinnspiel erzählt. Nicola, was gibt es heute zu gewinnen für alle, damit alle dranbleiben? Ach Steffen, das ist doch kein Mensch. Nein, also wir tatsächlich unter allen Teilnehmern verlosen wir diesmal eine Alpha 7C mit dem Kit-Objektiv. Das heißt also, jeder, der unsere Gewinnfrage im Zuge unserer 10 Live-Talks beantwortet, kommt in den Lostopf und einer kann dran teilnehmen. Genau, wie also unsere genau Frage beantworten, kommt später nochmal. Kommt später nochmal, wie es genau geht. Also bleibt dran, es lohnt sich durchaus nach der Sendung noch ein bisschen dran zu bleiben. Und für die, die uns jetzt vielleicht auf Facebook zuschauen, es lohnt sich hier in diesen Zoom-Talk reinzukommen, weil dann könnt ihr Fragen stellen und ihr könnt am Gewinnspiel teilnehmen. So, genug gelabert, kommt der liebe Oliver. Oliver, kommst du auch nochmal zu uns und sagst ja, hallo. Schöne Überleitung, genau. Genau. Ja, also ich versuche mich kurz zu halten. Also ja, Andreas auf jeden Fall super, ja, spannender Fotograf. Also seine Bilder habe ich mir natürlich jetzt auch nochmal in Vorbereitung von dem Talk nochmal genauer angeguckt. Also ich glaube, jeder kennt die meisten Personen, die auf den Bildern drauf sind. Also die haben auf jeden Fall einen sehr speziellen Look und ich bin auch gespannt darauf, einfach zu hören, wie die Bilder vielleicht entstanden sind, was es für Geschichten quasi von hinter der Kamera dazu gibt, weil ja, mit Sicherheit sind die Fotos ja dann nicht so einfach entstanden, wie es dann vielleicht jetzt am Ende aussieht. Also von daher freue ich mich auf die Stunde mit Andreas und dir. Danke, lieber Oliver. Und zum Schluss, last but not least, den lieben Sergej. Zeig dich, da ist er, vor der roten Wand. Ja, hallo zusammen. Ja, die kennt man doch irgendwie aus Staffel 1, glaube ich noch. Die orange Wand. Ja, diesmal wieder live aus Baden-Baden. Ja, Andreas, finde ich auch super. Also die Bildsprache hat einen ganz tollen eigenen Look. Was mich aber persönlich ein bisschen mehr interessiert, ist tatsächlich der technische Part, und zwar das Thema Pickdrop. Und da hoffe ich, wird auch noch ein bisschen mehr drüber erzählen heute. Von daher jetzt aber schnell wieder zurück, Steffen, an dich. Eine wundervolle Überleitung. Das ist nämlich genau der Punkt. Der liebe Andreas ist nämlich gleich nicht nur ein unglaublicher Fotograf, sondern auch Gründer von Pickdrop. Und der hat uns, glaube ich, eine der schönsten Tools, jedenfalls für uns Reportagefotografen, eine der schönsten Tools geschenkt. Und wie er darauf gekommen ist, wie er dazu gekommen ist, warum er das gemacht hat und wie er diese wundervollen Fotos hinkriegt, das erzählt er uns jetzt persönlich. Lieber Andreas, ich rufe Berlin. Hallo Berlin, wo bist du? Da hallo, ist er. Hallo Flo am See. Moin. Grüße dich, mein Lieber. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Und selbst? Sehr schön. Ja, ich war heute sogar noch mal auf dem Wasser draußen, mich mal ein bisschen durchpusten lassen. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Stunde mit dir. Für alle die wenigen, 2, 3, die dich nicht kennen, hast du ein kleines Intro vorbereitet. Bevor wir gleich richtig reinsteigen, spiel uns das einfach mal vor, dass alle so ein bisschen im Bilde sind. Ich versuche mein Bestes. Sekunde. Das sieht gut aus. Geh los. Ich bin Andreas Kudowski, geboren und aufgewachsen in Rostock. Und wenn ich nicht gerade Texte für Videos wie dieses einsprechen muss, bin ich seit 15 Jahren als Fotograf in Berlin und dem Rest der Welt unterwegs.
Meine ganze Leidenschaft steckt in der Porträtfotografie. Hier tobe ich mich gerne für deutsche und internationale Magazine aus und porträtiere überwiegend Persönlichkeiten aus der Politik und der Wirtschaft, aber auch aus allen anderen Bereichen der Gesellschaft. Ganz nebenbei habe ich noch PicDrop mit aufgebaut, ein Online-Tool zur Bildübertragung und Bildabsprache für Profifotografen wie mich und dich. Aber genug erzählt, ich freue mich auf dieses Gespräch, lieber Steffen, lass uns loslegen. Ja, all diese Politiker, die du da fotografiert hast, auch schon vor der Linse hatte und wir uns auch austauschen können darüber, wie das so ist und wie es dazu kommt. Meine Fotos sind nicht ansatzweise so geil wie deine. Das sagst du. Deswegen freue ich mich auf die nächste Stunde. Jetzt fangen wir mal eher damit an, wie lange machst du das schon? Also wie lange fotografierst du schon und... Ich glaube, 2005 habe ich mein erstes Praktikum beim Fotografen in Düsseldorf gemacht, Rüdiger Nemzug. 2004, 2005 muss das gewesen sein. Hab dann noch mal ein bisschen assistiert in Berlin, anderthalb Jahre. Und seitdem, das ist ja so ein fließender Übergang zwischen Assistieren und Fotograf werden, wie die meisten Zuschauer wahrscheinlich auch wissen, seitdem fotografiere ich. Das heißt, seitdem schwimmst du auch frei, bist du Freischwimmer, so seit 10 Jahren, 12 Jahren? So seit, eigentlich schon immer, mein Leben lang. Ich war noch nie so richtig irgendwo angestellt, habe mich immer irgendwie durchgemogelt mit eigenen Projekten. Und ich würde sagen, von der Fotografie leben würde ich jetzt sagen, vielleicht seit 2009, 2010. Und dass ich mich traue zu sagen, ich bin Fotograf, so, das musste ich wirklich lernen, obwohl ich schon lange vorher war, vielleicht seit 2013 oder so. Ja. Du bist relativ bekannt durch deine Firma PicDrop, da kommen wir auch gleich noch zu. Du bist aber auch bekannt dafür, dass du so unfassbar einen tollen Bildlook hast. Für alle die, die uns jetzt hier sozusagen live sehen, aber auch die, die das Video vielleicht nachschauen, wir werden gleich uns die Bilder anschauen. Ihr könnt jetzt schon mal auf kudowski.de gehen. Kudowski schreibt sich mit CH, also CHUDOWSKI.com, ist richtig. Genau, ja. Das heißt, geht da schon mal drauf, damit ihr gleich mal seht, worüber wir ja eigentlich reden. Bevor wir da gleich drauf gehen und ein bisschen über deine Arbeit erzählen, wie bist du damals eigentlich reingekommen? Weil ich sehe auf deiner Seite so unfassbar viele Spitzenpolitiker, aber auch Leute aus dem gesellschaftlichen Leben, die man kennt. Mhm. Wie bist du an die rangekommen und wie ist das entstanden überhaupt? Ja, es glauben immer ganz viele Leute, wenn man irgendwie diese Politiker zeigt, dass man für die fotografiert. Und das mache ich eigentlich, ich wollte gerade sagen, so gut wie nie, aber ich glaube, es ist nie. Ich habe, glaube ich, noch nie im Auftrag eines Politikers fotografiert, sondern was ich mache, ist Magazinfotografie. Ich gehe zu Magazinen wie dem Spiegel, Zeit oder ähnlichen hin, knall denen da meine Mappe auf den Tisch, nachdem ich vorher wochenlang um einen Termin gebettelt habe. Nein, das ganz so schlimm ist es nicht. Dann sagen die, oh ja, schön, war nett, vielen Dank, wir sehen uns. Und dann sitzt man zu Hause und hofft, dass die irgendwann anrufen. Mhm. Das ist nicht anders als bei allen anderen Freiberuflern, egal ob, weiß nicht, Bildhauer oder sonst was. Man muss halt irgendwie an Kunden kommen. Und im besten Fall rufen die dann irgendwann an und sagen natürlich nicht gleich als allererstes, hey, wir hätten hier ein erstes Shooting für dich, hast du Lust, morgen Angela Merkel zu fotografieren? Sondern dann kriegt man irgendwann kleine Jobs und dann merken die, okay, der liefert, der labert nicht nur und irgendwann über die Jahre werden die Jobs größer. Dann hat man vielleicht mal einen Spitzenpolitiker, zwischendurch wieder 10 uninteressante Jobs. Das ist wirklich so ganz mühsam und nennt sich das Eichhörnchen. Naja, und irgendwann merken die da halt, okay, den kann man in blöde Situationen reinschicken, wo man nur 2 Minuten Zeit hat und der kommt mit einem schönen Bild wieder. Und in der Zeit nimmt man die schlechten Fotos von der Webseite und dann sind da die ganzen Spitzenpolitiker nur noch. So sieht's aus. Das, was für mich gerade so ein bisschen schwierig macht in dem Gespräch hier ist, weil wir beide seit Jahren eigentlich in regelmäßigen Abständen über dich, deine Arbeit oder... Ja, wir und sind deine Arbeit? Die ganze Zeit eigentlich. Das heißt, ich weiß ja eigentlich alles schon, was ich jetzt frage. Deswegen versuche ich jetzt mal so die wichtigsten Fragen, die mich immer interessiert haben bei dir, hier mal loszuwerden. Leg los. Du hast also gesagt, du machst da ganz klassische Mappentermine und gehst dahin und dann geht es erstmal mit den kleinen Politikern los, irgendwann werden sie größer. Was mich aber am meisten bei dir beeindruckt hat, ist deine unglaubliche Vorbereitung. Das heißt, ich bin jetzt der Spiegel und sage, ich habe hier morgen nennen wir mal Altmaier. Kannst du uns das Bild einfach mal zeigen vom Altmaier? Ich gebe mal meinen Bildschirm frei, ne? Ja,
Genau. Das wäre dann hier. So, ihr seht meine Webseite. Edgen, da sehen wir Merkel. Genau, so, und dann hier irgendwo auf dieser Webseite versteckt sich. Sag mir Bescheid, wenn ich aus Versehen vorbeigescrollt habe. Da bist du schon vorbei. Ich bin schon vorbei. Okay, Entschuldigung. Ich bin selber nie so oft auf meiner Webseite. Ach Gott, wo ist er denn? Da ist zum Beispiel. Sehr gut. Peter, so, jetzt Altmaier. Ich spiegel und sage, lieber Andreas, morgen 13 Uhr bitte oder 14 Uhr bitte Peter Altmaier fotografieren. Mhm. Und dann bist du ja nicht erst 14 Uhr dahin, wie ich weiß, sondern du bereitest das immer sehr, sehr gut vor. Wie gehst du ran? Zum Beispiel, erzähl uns doch mal, wie war das bei dem Shooting? Mhm. Man muss dazu wissen, Politiker-Shootings bedeuten eben nicht, ach, die kommen zu mir ins Studio, dann machen wir ein bisschen fetzige Musik an, Make-up, neue Klamotte und dann tanzen wir zusammen eine Stunde wie bei einem Fashion-Shooting und gucken, ob ein schönes Bild bei rausgekommen ist. Sondern ein Politiker-Shooting bedeutet ganz oft, es wird gesagt, man kriegt 10 Minuten und am Ende sind es 2. So, Politiker-Shooting bedeutet oft, es wird ein Interview gemacht. Meistens ist es ein Interview. Man muss diese Interviewbilder mit abliefern an den Spiegel, an wen auch immer, für den man fotografiert. Und dann heißt es meistens insgesamt, wir haben so eine Stunde mit Peter Altmaier. Dann ist damit aber nicht die Fotozeit gemeint, sondern eben die gesamte Zeit. Und dann muss man schon mal anfangen zu rangeln mit Redakteuren, die vor Ort für ihren Text da sind, mit dem Pressesprecher vorher. Das heißt, eigentlich ist man spätestens den Tag oder die 2 Tage vorher am Telefonieren, am E-Mails schreiben, am Ausverhandeln. Schießen wir zuerst, machen wir dann das Interview, und dann die Fotos und... Meistens handelt man dann irgendwie sich da seine 10 Minuten raus. Dann kommt man vor Ort an und keiner weiß von nichts. Das ist so der normale Alltag. Aber die Vorbereitung eigentlich, du meinst wahrscheinlich eher inhaltlich, nicht organisatorisch, oder? Genau. Na, du entwickelst eine Bildidee, du überlegst, du richtest das Licht ein und so. Genau. Die Bildidee, um überhaupt erstmal darauf zu kommen, man kann ja nicht viel machen mit den Politikern. Meistens ist man relativ eingeschränkt im Umkreis von 20 Metern, muss man irgendwas zaubern. Das heißt, die Bildidee entsteht bei mir daraus, dass ich vor allem meine Hausaufgaben mache. Ich lese mir Wikipedia-Artikel durch. Wenn ich Peter Altmaier fotografiere, dann weiß ich am nächsten Morgen, wenn ich auf den treffe, wo der geboren ist, wie der angefangen hat mit Politik, ob er Kinder hat oder nicht und so weiter und so fort. Das heißt, ich kriege ein Gefühl für diesen Menschen. Und vor allem, das klappt nicht immer, aber meistens nehme ich mir die Zeit und gucke mir alles an, was ich über diese Person finden kann. YouTube-Filmchen, lese Interviews und so weiter und so fort. Es gibt Kollegen, die halten das komplett anders herum. Aber für mich ist das so der Weg, um zu diesen Leuten irgendwie vor Ort, wenn ich nur 2 Minuten habe, wenigstens in den 30 Sekunden Smalltalk, die man sich nimmt, eine Verbindung aufzubauen. Also zu sagen, hey, Herr Altmaier, ich weiß jetzt nichts mehr von Altmaier, das ist schon wieder 1-2 Jährchen her, aber was weiß ich, wenn er jetzt aus einem Weinanbaugebiet käme, ich weiß es nicht mehr, würde ich jetzt sagen, und keine Ahnung, waren Sie letzte Woche noch in Ihrer Heimat und konnten irgendwie, wie ist der Wein aktuell? Das ist jetzt ein sehr, sehr schlechtes Beispiel, weil ich ein bisschen aufgeregt bin und mir kein gutes Beispiel anfällt. Aber man muss irgendwie die Leute mit denen auf eine gemeinsame Ebene kommen. Und wenn man dann nur unvorbereitet hingeht und sagt so, ja, was sind Sie für ein Politiker? Okay, können Sie sich mal da hinstellen? Dann denkt er halt auch, okay, was will der Typ von mir? So, denn, weil fotografiert werden die jeden Tag. Du kriegst, was du gibst. Genau, das ist irgendwie. Genau. Immer ja, viel über die Person wissen natürlich, um auch spontan reagieren zu können. Jetzt habe ich mir gerade nur Altmaier rausgesucht, weil wir damals gerade telefoniert hatten und du dort eigentlich noch im Hellen fotografieren wolltest. Du hattest das Bild überlegt, wie der Altmaier da auf dem Balkon steht und man sieht im Hintergrund irgendwie noch den Horizont. Und du musstest dann einfach warten und du warst ein bisschen angesäuert. Aber ich finde das Material trotzdem, was du im Dunkeln hier erstellt hast, trotzdem ziemlich geil. Aber das ist ein klassisches Beispiel für, eigentlich hat man in dem Bereich keinerlei Planungssicherheit oder Macht oder kann irgendwie wahnsinnig kreativ sein. Deswegen, ich sehe mich da auch gar nicht so sehr als Künstler, und das sage ich jetzt nicht so aus falscher Bescheidenheit, weil man hat nicht viel Freiheit, sondern eher so als Art Gebrauchsfotograf. Meine Aufgabe ist vom Magazin, bring mir ein frisches Bild mit. Und das soll bitte einmal hoch, einmal quer sein, und man soll erkennen, wer drauf ist, und im besten Fall soll es irgendwie spannend sein. Und hier war es wirklich so, dass wir reinkamen, vorher war alles vereinbart, wir machen zuerst das Bild, ich darf beim Interview fotografieren und so weiter und so fort. Und man kommt an und
ja, das interessiert dann halt keinen mehr. Die Journalisten sind in ihrem Tunnel, die wollen dieses gute Interview starten, die fangen sofort an mit dem Smalltalk, mit ihrem Gesprächspartner. Man selber steht ganz kurz daneben und sagt nur, Moment, das war jetzt doch aber eigentlich, und merkt schon, okay, viel zu spät. Dann in dem Fall hat Herr Altmaier gesagt, ach, die Fotos machen wir hinterher. Und wenn so ein Altmaier in seiner ganzen Ausstrahlung sagt, die Fotos machen wir hinterher, dann... Wer zu dir sagt, du, die Mama spielt. Dann diskutiert man nicht und dann sagt man, fragt man vielleicht nur, ob man schon mal dann wenigstens rausgehen könne auf die Terrasse vor dem Büro. Und dann steht man da draußen mit seinem Assistenten oder der Assistentin und probiert aus und guckt und baut Licht auf und dann wartet man und dann wartet man 30 Minuten, dann wartet man 50 Minuten. Irgendwann ist man stinksauer und muss das komplette Bild innerhalb von 5 Minuten, weil die Sonne weg ist, neu machen. In dem Fall finde ich es glücklich ausgegangen. Also ich finde es gerade dadurch lebt es ein bisschen. Absolut, absolut. Ja. Ich will jetzt gar kein Politiker-Bashing beginnen, aber weil du mich gerade drauf gebracht hast, gibt es jemanden, der dich positiv überrascht hat, wo du eigentlich gedacht hast, oh ey. Unbedingt. Falsche Partei und irgendwie ja, nicht ganz meins. Und hatte ich aber dann so überrascht, dass du gesagt hast, alter Falter, der hat mich mit einem Lächeln zurückgelassen. Unbedingt. Also ich weiß, glaube ich, auf welches Beispiel du hinaus willst. Ich nenne noch ein anderes. Ich habe letzte Woche Helge Braun zum Beispiel fotografiert. Der ist nicht so mega bekannt, aber der ist Kanzleramtschef und sorgt gerade zusammen mit Angela Merkel dafür, dass wir hier einigermaßen gut durch Corona kommen. Das war ein sehr beeindruckender Mensch. Aber ich vermute mal, du willst auf diese Dame hinaus, oder? Ja, auch. Also ja. Auch Helge wäre, Helge Braun wäre jetzt auch, weil ich habe gesehen, dass du geschwärmt hast und dachte ich, ach, guck mal. Genau. Also Helge Braun hat mich sehr beeindruckt. Einfach, man hat natürlich auch die Möglichkeit, bei diesen Interviews dann dabei zu sein, zu lauschen, zuzuhören. Auch heute Morgen saß ich wieder im Büro vom Spiegel im Interview mit einem Historiker, der hochspannende Sachen erzählt hat und ich war fertig mit meinen Fotos und saß trotzdem noch eine Stunde da und habe weiter zugehört. Aber sehr beeindruckt hat mich hier vor allem bei Frau von der Leyen. Ich hatte insgesamt 2 Minuten, vielleicht 3, bin mir nicht ganz sicher. Und aber vor allem die Bedingungen waren einfach katastrophal. Und in dem Moment, wo sie aber reinkam, kam sie ohne Presseberater, ohne alles, einfach nur sehr, sehr nett. Und ich hatte mich natürlich gut vorbereitet, habe sie direkt auf ihre familiäre Situation angesprochen und so weiter und so fort und habe mir die erste von 3 Minuten genommen, um mit ihr zu erzählen. Und man hat halt sofort gemerkt, sie weiß das zu schätzen und sie nimmt es nicht irgendwie aus Professionalität ernst, sondern wir haben uns wirklich 1 Minute unterhalten. Ich habe die Kamera auf den Schoß gelassen, habe erstmal eine Verbindung aufgebaut und habe am Ende vielleicht 30, 40 Mal ausgelöst. Mhm. Und sie hat mir zum Beispiel erklärt, dass sie gerne für die Fotografen Dinge macht, im Gegensatz zu vielen anderen Politikern. Wenn das, was ich als Fotograf mir wünsche, für sie Sinn macht, dann macht sie mit. Weil sie weiß, durch ihre Eltern zum Beispiel, ihr Vater war ja auch ein hoher Politiker, da hat die Mutter immer keine Lust gehabt und sah auf allen Fotos dann doof aus. Und das hat sie als Kind irgendwie gelernt, hat sie mir erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf. Naja, da hat sie als Kind immer gesehen, ach guck, wenn man aber mitmacht und der Papa macht immer mit, so, dann sieht man gut aus auf den Fotos. Und das fand ich eine schöne professionelle Einstellung. Und ich denke, das Bild ist, man sieht es bis heute, eines meiner Lieblingsbilder. Ich habe sie einfach nur gebeten, nach links unten zu gucken, möglichst zu entspannen, mal 10 Sekunden durchzuatmen, habe ihr ein X an der Wand gemacht mit Gaffer, wo sie hingucken sollte und ja, das auslösen. Also ich habe sie auch als unglaublich vorbereitet jedes Mal wahrgenommen. Mhm. Und sie ist unglaublich, also sie man merkt, sie überlässt nichts dem Zufall, sie ist wahnsinnig vorbereitet, aber auch unglaublich zuvorkommend. Das ist wirklich beeindruckend. Bei genau. Dem Foto, was wir hier gerade sehen, mag ich auch die Geschichte, weil was ich so besonders toll finde daran, ist einfach ihr schwarzes Hemd oder die schwarze Bluse, Entschuldigung, die sie drunter trägt, dass die sich so fittet mit dem Tisch. Ausgerechnet hast du da einen schwarzen Tisch erwischt. Ja, das ist natürlich, dass ich tagelang vorher dort mein Set aufbaue und so weiter und so fort. Nein, es ist, da kommen wir wieder zu dem Punkt Vorbereitung. Also ich hatte eigentlich komplett andere Dinge vor. Ich hatte, was ich immer mache in der Vorbereitung, ich baue mir so eine Liste an Ideen von A bis, oder von 1, 2, 3, 4, 5. Was ich am liebsten machen wollen würde. Und ich kam da an, es war abgesprochen, wir können irgendwie von dort in die nächste Halle gehen, dort eine Leinwand aufbauen, dies, das, jenes. Und dann kommt eine Stunde vorher an und der Pressesprecher sagt dann einfach nur, nee, machen wir heute nicht, die Ministerin hat keine Zeit, sie können hier ein Foto machen. Und hier heißt, man steht vor dieser Bürotür und er meint, hier im Flur, hier im Tunnel. So. Und ich so, okay, können wir 10 Meter nach links oder rechts gehen? Und er so,
können sie machen, aber da ist nichts. Und dann ich so, okay, kann ich mal eine Tür aufmachen nebenan? Ist da vielleicht ein Konferenzraum? Können wir da mal reingehen? Und ich sage, ja, gehen Sie in den Konferenzraum, machen Sie, was Sie wollen. Es ist mir egal, wie Sie Ihr Foto kriegen. Aber und in dem Moment ist dann halt die Vorbereitung ganz gut, weil die ersten drei Bilder waren in der Sekunde gegessen. Also die Locations, die wir vorhatten, waren alle vom Tisch. Und dann ist es immer noch gut, einen Plan nicht B, auch nicht C, sondern Plan D dabei zu haben. Und Plan D war, ich habe einen Mollton dabei. Das ist einfach ein schwarzer Stoff, der sehr viel Licht schluckt. Wir haben den Mollton über den Tisch geschmissen. Das ist einfach ein Konferenzraum. Ich habe mich mit dem Plan D vorher den Abend schon so ein bisschen beschäftigt, habe nochmal die halbe Nacht gesessen, Bildbände gewälzt, habe mir nochmal angeguckt. Also viel ist ja auch einfach inspirieren lassen von anderen Fotografen oder historischen Bildern. Wie kann man jemanden ruhig darstellen? Was ist ein interessanter Blick, eine interessante Pose? Mit ihrem Lebenslauf beschäftigen, passt das überhaupt zu der Person? Und hatte halt so ein Bild dann noch als Plan D in der Hinterhand. Ja. Aber da kommen wir zu dem allerwichtigsten Punkt, den ich auch immer allen Leuten raten möchte. Nicht einfach drauf losknipsen, dein Gegenüber fühlt, ob du eine Idee hast, sondern einen Plan haben, durchziehen und im besten Fall zwei, drei weitere Pläne als Backup. Hier in dem Fall muss ich auch ehrlicherweise sofort an Nadef Kander denken. Auch ein unglaublicher Fotograf, der mich auch wahnsinnig inspiriert. Und ja. Da sieht man eigentlich, wie gut du dich da vorbereitest. Und das ist eigentlich auch das, was ich ein Stück weit aus unserer Freundschaft, aus unseren Gesprächen mitgenommen habe, weil ich habe früher sozusagen meine Inspiration aus dem Moment geholt und habe eigentlich immer nur situativ mich darauf verlassen, dass mir irgendwas in dem Moment einfällt. Aber habe dann auch schnell gemerkt, dass das gerade in so einer Situation, wo du einen Politiker kriegst, den du vielleicht, wenn du Frau Merkel das erste Mal vor dir hast und dann sollst du auf einmal eine Idee haben. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer noch jedes Mal so klein mit Hut. Also das legt sich langsam, aber Ideen kommen nicht spontan. Ne? Nee, das stimmt. Und magst du das Merkel-Bild mal aufmachen? Klar, weil das Schöne ist, ich kann mich erinnern, dass du irgendwann, als wir uns kennenlernten vor, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Jahren, gesagt hast, ja, irgendwann will ich auch mal die Kanzlerin fotografieren. Und dann hast du gesagt, dann höre ich auf. Ja, ich glaube, aufhören habe ich nicht gesagt, aber das war immer so ein Running Gag bei mir im Freundeskreis. Was ist das große Ziel, was man in Deutschland haben kann? Man kann natürlich sagen, ich möchte einfach nur gut arbeitender Fotograf sein, ich möchte eine Familie ernähren können oder sowas. Aber der Running Gag war eigentlich immer, wenn man irgendwie das dritte Bier in der Kneipe getrunken hatte, ja, und irgendwann kommt Merkel. Klar. So. Also höher geht es halt sozusagen kaum, außer zumindest, wenn man in der Politik unterwegs ist. Klar, als wenn man Schauspieler fotografiert, will man irgendwie Til Schweiger vor die Kamera kriegen oder sowas. Irgendwann kam der Anruf, hey Andreas, hast du Lust, in einer Woche Angela Merkel für uns zu fotografieren? Und in dem Fall, was du da eigentlich nur ein Gruppenfoto war. Und genau. Du da noch ein bisschen zaubern musstest, ne? Genau. Um das hinzukriegen, wie es da ist. Das ist auch ein totaler Klassiker. Wenn man irgendwie geile Fotos haben will, muss man immer gucken, wie man die kriegt, weil der Kunde will die manchmal gar nicht. Der Kunde will einfach nur das Gebrauchsfoto haben. Und in dem Fall war die Aufgabe, wir haben ein Doppelinterview zwischen Angela Merkel und einer sehr hochrangigen Unternehmerin, deutscher Mittelstand, und ist dieses Gespräch sollte fotografiert werden. Man braucht ein Doppelporträt, wie die beiden irgendwo stehen. Das war die Aufgabe, hoch quer, damit die einen Aufmacher haben für das Gespräch. Und ich dachte mir natürlich eine Woche lang so, ne, ich habe jetzt nicht 10 Jahre diesen Witz gemacht und darauf hingearbeitet, irgendwie ein bisschen hochzukommen, um dann Angela Merkel zu haben und dann nicht sie einzeln zu fotografieren. Und also es war aber nicht beauftragt. Das Kanzleramt wollte das eigentlich auch nicht. Herr Seibert, der Pressesprecher, hat vorher schon viele Stöcke so in die Speichen geworfen. Es wurde lange verhandelt, wie viele Assistenten dürfen mitkommen, wie viele Stative dürfen aufgebaut werden, wie viele Lichter. Einen Tag vorher hieß es dann auf einmal, nee, nicht 2 oder 3 Assistenten, auch nicht 3 Lampen, sondern ein Assistent und kein Stativ darf den Boden berühren. Sowas passiert in der Politik. Hey. Es ist natürlich gewollt, einfach um eine Kontrolle über das Bild zu behalten. Und so hieß es dann an dem Tag, hingehen, ausprobieren und um zu diesem Bild zu kommen, musste ich alle Leute, die in diesem Raum waren, drumherum, die Chefredakteurin von dem Magazin war dabei und andere Leute beauftragen, briefen, was passiert, wenn ich jetzt am Ende unserer kurzen Session mit dieser Unternehmerin zusammen, Frau Merkel, frage, ach so, kann ich Sie noch mal kurz alleine fotografieren? Weil es war ganz klar, sie würde Nein sagen. Und da kommen wir dann wieder zum Thema Hartnäckigkeit und Vorbereitung.
sie hat Nein gesagt und ging. Aber ich hatte die Chefredakteurin unter anderem gebrieft, wenn sie Nein sagt, dann bitte sie einspringen, weil ich bin ja niemand. Die Frau Merkel kennt mich nicht, aber die Chefredakteurin, mit der hat sie sich gerade eine Stunde unterhalten. Dann ist es ihre Aufgabe, nochmal hinzugehen und zu sagen, nee, doch, wir brauchen unbedingt ein Bild. Die brauchten das Bild nicht, aber ich wollte das Bild haben. Und wenn man mit Leuten gut kann und sich ein paar Mal ordentlich benommen hat, dann helfen die einem auch mal. Und dann hat sie sich hingestellt und ich glaube, ich habe 6 oder 7 Mal abgedrückt, bevor das Bild dann im Kasten war. Also ich glaube, das war eine Sache von 10 Sekunden. Ja, und das ist eben genau das, wie solche Fotos entstehen. Also wenn ich auf deiner Seite unterwegs bin, da fällt mir das jedes Mal auf, dass du, und ich kann diese Situation, in denen du da steckst, eigentlich mittlerweile, ich bin ja nach dir in die Politik gekommen, so gut nachvollziehen, weil ich genau weiß, wie die Damen und Herren unterwegs sind. Teilweise, du hast vollkommen recht, sind es die Büroleiter, die Referenten, manchmal die Pressestelle, die Pressesprecher, die einen da sagen, wo es lang geht. Und man muss wirklich schauen, dass man sich genau. Da selbst nicht verliert. Ne? Die Politiker selbst sind eigentlich super nett. Also selten erlebt man mal, dass irgendwer, wie formuliere ich es, nicht so nett ist. Aber die meisten, also das sieht man auch manchen Bildern an, haben irgendwie Spaß und wenn man sich gut benimmt und zeigt auch, also was ich gerne mache, ist irgendwie kurz das iPad mitnehmen und vorher einmal, ich sage immer so, ja, ich weiß, wir haben nur 5 Minuten, aber ich würde gerne 30 Sekunden mir nehmen als vertrauensbildende Maßnahme und zeige einmal kurz auf dem iPad andere Bilder von mir. Und die kennen ja ihre Kollegen, wissen, wie die sonst dargestellt werden oder dass ich sie sehen dann halt, dass ich sie nicht in die Pfanne hauen möchte. Das mache ich schon lange nicht mehr, egal welcher politischen Partei jemand angehört, außer, naja. Dann vertrauen die mir einfach im besten Fall für 5 Minuten. Manchmal hat man so lange Zeit. Ich kann mich erinnern an ein Shooting, von dem du mir erzählt hast, und zwar, wo es geregnet hat und du das mit dem Gesicht zur Faust geballt im Regen einfach noch ein Foto gemacht hast, um dann tagelang Regentropfen aus dem Foto rauszurennen. Mhm. Ich kann ja mal das Bild zeigen. Das Bild ist das. Ich mache es mal ein bisschen größer. Du meinst das hier, oder? Ja, genau. Genau, das ist der, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, der Chef von McKinsey, nee, ach Gott, oh Gott, peinlich, größter Gründer der größten Unternehmensberatung Deutschlands. Manchmal hat man nicht mehr alle Namen im Kopf. Ist auch egal. Ein sehr, sehr hohes CEO-Tier in Deutschland. Und Aufgabe war, wie immer, wir sind am Hotel Drom in Berlin, wir machen da ein Interview, wir brauchen ein Bild. Und es hat an dem Tag einfach gehagelt, also so Schnee, Graupel, Regen und so weiter. Und da kommt dann aber wieder so ein bisschen die Hartnäckigkeit. Ich hätte jetzt in dem Hotel irgendwo eine Leinwand aufbauen können und so ein mittelmäßiges Bild machen können, wollte ich aber nicht. Also habe ich mich entschieden, darf man bei euch fluchen? Habe ich mich entschieden, scheiß drauf. Es ist egal, ob das Wetter so aussieht oder nicht. Wir machen das Bild. Punkt aus. Und dann, ja, das ist genau das. Ich kann nochmal den Vergleich zeigen. So. Ja. So kann es dann aussehen. Das bedeutete aber auch wieder, ich komme mir vor wie so ein Motivationssprecher hier, Trainer, Hartnäckigkeit. Also wir standen 1,5 Stunden lang draußen im Regen, um zum Beispiel, wenn er dann fertig ist mit dem Interview, nicht erst mit ihm dann rauszugehen und noch irgendwie was aufzubauen, sondern bereit zu sein, wenn er kommt. Haben ihn mit dem Regenschirm aus dem Hotel rausgeleitet. Vorher alles ausgeleuchtet, er hat dort vielleicht 30 Sekunden gestanden. Ich habe ihm vorher genau gebrieft, passen Sie auf, wir gehen jetzt in Regen, es wird arschkalt, Sie werden nass, wir haben einen Regenschirm bis zur letzten Sekunde über Ihnen, Sie lehnen sich dort bitte an, Sie gucken dann nach links, Sie lachen bitte einmal für mich, das ist auch so absurd, der hat dann von alleine gelacht. Sie werden nach 30 Sekunden wieder einen Regenschirm über Ihrem Kopf spüren und mein Assistent oder ich werden Sie ruckzuck wieder ins Warme geleiten. Und das ging. Also aus der Situation hier, aus dem hier, man sieht mich hier völlig bedröppelt auf diesem Platz stehen, kann man dann eben mit ein paar technischen Tricks wie Leerschüssen, zum Beispiel also vorher den Platz schon leer fotografiert zu haben, zwischendurch war mal für 1 Minute kein Regen, da haben wir dann so ein paar Schüsse gemacht, kann man dann irgendwann komplett von dir gelernt habe. Ich habe, was heißt gelernt? Also ich wusste, was Leerschüsse sind, weil ich es in der Theorie irgendwann mal schon gehört und gesehen habe.
Aber nachdem du das, diese Lehrschüsse so mal auf die Spitze getrieben hast, habe ich damit auch angefangen, weil ich gesehen habe, wie geil das bei dir immer funktioniert. Magst du einmal kurz erklären, was ein Lehrschuss ist? Ein Lehrschuss, ich mache das heute gar nicht mehr so viel. Ich habe eher darüber gelernt, mit Orten umzugehen sozusagen. Aber wenn ich das mal mache, bedeutet das, dass man einen Ort nimmt, zum Beispiel dieser Platz, da laufen ja Menschen drüber. Und ich baue mein Stativ auf, ich setze die Kamera aufs Stativ und ich fotografiere den Ort, wo später die Person stehen wird, leer. Deswegen heißt es Leerschuss. Und natürlich muss ich dann dabei darauf achten, dass der Fokus zum Beispiel schon dann an der Stelle liegt, wo später die Person stehen wird. Ich muss darauf achten, dass ich an meiner Sony-Kamera auf manuellen Fokus umgestellt habe. Und dann sammle ich mir sozusagen leere Schüsse im besten Fall. Manchmal reicht einmal, dann warte ich kurz, bis alle Touristengruppen weg sind, zack, auslösen. Und dann bete ich, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis die Person kommt, damit die Lichtstimmung sich nicht komplett ändert in der Zwischenzeit. Drücke dann mit der Person nochmal ab, beleuchte das ordentlich. Naja, und dann beginnt sozusagen abends die Photoshop-Orgie, beide Bilder in Photoshop oder in Lightroom erst entwickeln, in Photoshop aufmachen und übereinander legen. Und dann habe ich ein Bild von diesem leeren Platz und ich habe ein Bild von dem Herrn, wie er dort steht, kann die übereinander legen. Natürlich hat es dann trotzdem immer noch geregnet, geschneit, als er da stand. Dann in dem Fall hieß es dann noch ein paar Stunden lang Schneeflocken rausretuschieren. Aber im Großen und Ganzen sorgt es dafür, dass man eine Kontrolle über einen Ort bekommt, wo man sonst keine Kontrolle hat. Das ist halt ganz wichtig, weil ich kann mir nicht aussuchen, wann ich den fotografiere. Wenn die sagen, Mittwoch 14 Uhr und da ist schlechtes Wetter, kann ich entweder einen Kompromiss eingehen und den drinnen fotografieren. Aber wenn man so wie ich ist und keine Kompromisse mag, dann ist das ein Weg, ein Leerschuss. Magst du uns mal, die Frage kam eben, so ein paar Quellen deiner Inspiration nennen? Also Nadev Kander haben wir gerade schon genannt. Das ist, glaube ich, auch jemand, den man sich, also den, wo ich mir auch sehr viel Inspiration hole. Wer fällt dir noch ein? Im Hintergrund steht, glaube ich, ein Bild von Andreas Mühe, wobei ich eigentlich vor 10, 15 Jahren bin ich mal über ihn gestolpert. Der hat halt auch als einer der ersten, finde ich, deutschen Fotografen so eine Ruhe in Bilder reingebracht. Und was ich an seiner Inszenierung mag, ist, dass sie nicht übertreibt oder überspitzt. Ganz viele Fotografen, das ist völlig legitim, machen, wenn sie Magazinfotografie betreiben, sagen sie ihrem gefühlt, ich weiß es nicht, bin nicht dabei, sagen sie so und jetzt mach mal so und sei mal fröhlich in die Kamera und versuchen das irgendwie so auf die Spitze zu treiben. Und aber ich glaube, vielleicht ist Andreas, ich kenne ihn nicht, also Andreas Mühe da ähnlich. Ich finde, man sollte sozusagen die Bildsprache finden, die zu einem selber passt. Und ich bin eher, wenn ich so mir Kunst angucke oder so, eher so eine Art melancholischer Mensch. Und ich finde melancholische, ruhige Bilder sehr viel schöner. Und Andreas Mühe tickt da ähnlich. In den USA, ich gucke eher in die USA, ist auch so ein ausgenudelter Satz, ne? gibt es einen Fotografen, den ich liebe. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Joe Pugliese oder so. Also er schreibt sich P-U-G-L-I-E-S-E. Riesenvorbild von mir. Und ja, da hört es dann eigentlich auch schon langsam auf. Es gibt natürlich noch ein paar Kollegen, die ich wahnsinnig schätze, hier in Berlin. Urban Zintel kann ich erwähnen und ein paar andere. Aber ja, das ist so meine Inspiration. Wobei ich ganz froh bin, eigentlich so gefühlt vor 5 Jahren oder so aufgehört zu haben, auf andere zu schielen, sondern zu sagen, ich mache meins. Das hat sich irgendwie aus vielen Inspirationen natürlich zusammengesetzt, ist aber ganz normal. Aber inzwischen ist es meins. Ja, absolut. Also das kann ich nur bestätigen, weil man hat eine ganze Weile, auch ich so habe mir natürlich meine Inspiration geholt und irgendwann fängt man an zu wissen, was man kann und wie man aufs Bild kommt und dann gibt es auch nicht mehr so viel irre Möglichkeiten, da seine Farben so hinzudrehen, sondern man hat das irgendwie im Gefühl, ne? Genau. Und ich finde, das Wichtige ist halt, dass man irgendwann auch eine eindeutige Bildsprache hat, wo eine Redaktion oder ein Kunde sagt, okay, dafür buchen wir den jetzt. Das klappt natürlich nicht immer und eine gute Redaktion versteht das auch, dass wenn man ein paar Risiken eingeht, dass auch mal was schiefläuft. Aber dass die grob wissen, wenn wir den Kudowski buchen, kriegen wir das. Wenn wir den anderen in der Stadt, ich meine, es gibt ein paar hundert Fotografen in Berlin, wenn wir den buchen,
bekommen wir das und wenn wir den buchen, bekommen wir das. Und mein großes Dilemma, ich glaube, das war auch so ein bisschen was du mal erzählt hast, ist eigentlich, dass ich irgendwie in der Schublade bin, wenn die Bedingungen scheiße sind und das Licht scheiße, ja, dann muss ich die Fläche holen. Ja. Scheiße, alle anderen haben die mega Bedingungen, aber in der Schublade, da bist du auch drin, ne? Die Schublade ist leider genau meine, weil ich habe jahrelang sehr, sehr viel einfach immer mir Mühe gegeben und nächtelang hinterher noch gesessen und Looks entwickelt und ausprobiert und vorbereitet und so weiter, was dazu geführt hat, dass es eine relativ hohe Sicherheit bei mir gab, wenn man mich bucht, kommt irgendwas bei raus. Dann wird man aber schnell mal der angerufen wird, wenn die Situation schlecht ist. Also wenn man einfach nur weiß, man hat nur 2 Minuten oder derjenige ist ein bisschen kritisch, den man da fotografieren soll. Und das haben mir auch schon Bildredakteure ins Gesicht gesagt. So, ja, dich rufe ich an, wenn ich irgendwie weiß, das wird schwierig. Das ist natürlich schade, weil dann wird jeder Auftrag anstrengend, ne? Ja, echt. Ja. Aber ich finde das Schöne an der Fotografie ja eigentlich, dass man jeden Tag an neuen Herausforderungen arbeitet. Das klingt jetzt auch wie so ein Spruch irgendwie, aber für mich ist das das Spannende. Ich will mal so ganz langsam rüber in deinen Zweitjob sozusagen. Mhm. Mittlerweile fotografierst du ja auch nicht mehr so viel, sondern du machst immer noch mal Jobs, aber das ist nicht dein Haupterwerb, ne? Denn deine Hauptbrötchen sozusagen verdienst du ja noch mit einer zweiten. Genau, Job. Genau. Soll ich erzählen? Wir können es immer erzählen, wie es entstanden ist so ein bisschen oder woher wir uns eigentlich. Und zwar vor vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht, es muss 6, 7, 8 Jahre her sein. Du weißt besser, was du Pop-Trop gegründet hast. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich glaube, 6, 7 Jahre ist es her. Ja. Das war zu Zeiten, da gab es von Apple noch so eine Mobile Me, nannte sich das. Und das war eine sehr einfache, aufgeräumte Galerie, wo man einfach seine Bilder reinladen konnte und den Link dem Kunden schicken konnte und er hat sie dann runtergeladen. Und ich habe die benutzt, weil sie einfach selbsterklärend war und unglaublich gut und schnell funktioniert. Mhm. Und du hast sie, glaube ich, auch benutzt. Und dann hat Steve Jobs damals, nicht ganz, als Steve Jobs einmal auf der Bühne gesagt, MobileMe, lassen wir ab sofort. Und ich war mächtig verzweifelt und habe das damals auf meinem Blog kundgetan und hatte, glaube ich, relativ zügig von dir eine Mail und dann haben wir auch telefoniert. Genau, weil ich habe MobileMe nicht benutzt, aber ich war super angenervt davon, wenn man irgendwie täglich mit Redaktionen zu tun hat, die alle ziemlich bescheidene technische Systeme nutzen. Da muss man die Bilder da per FTP zu denen hochladen, dann klappt deren System wieder nicht. Und man will aber, ich bin ein sehr effizienter Mensch, ich möchte irgendwie wirklich effizient arbeiten, war ich irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, komm, ich baue mir ein eigenes System. MobileMe will ich nicht. Sowas wie WeTransfer gab es damals noch nicht. Und dann habe ich halt gesagt, okay, habe einen Freund gebeten, mir ein System zu programmieren. Und mein Gedanke war, ich möchte einfach meine Bilder in ein Browserfenster ziehen und da einen Link draus generieren, den an Kunden schicken und die kriegen eine Galerie zur Ansicht. Und gleichzeitig hast du diesen Blog-Eintrag geschrieben und ich hatte diesen ersten Prototypen. Und du meintest, ja, das könnte spannendes Projekt werden. Und als es dann fertig wurde, habe ich dir, glaube ich, geschrieben. Ja, genau. Genau. Und seitdem bin ich, glaube ich, die Kundennummer 000001 oder so. Ja. 000002. Wobei, nee, die 1 hat mein Mitgründer Tobias, den ich ja auch nicht vergessen möchte. Aber du hast bestimmt die 3 oder so. ich muss, also egal, was man, es ist so verrückt mittlerweile, dass mir Kunden, die ich gerade frisch kennenlerne oder so, sagen, ja, und dann schickst du uns einen Pickdrop-Link. Pickdrop ist mittlerweile so normal und ihr habt Kunden, ihr habt eine Reichweite mittlerweile, weiß ich, von 20.000, 30.000 Fotografen, die das nutzen. 70.000. Ja, Wahnsinn. Und das ist echt, jedes Mal denke ich, wenn mir dann einer sagt, ja, du schickst uns ja einfach einen Pickdrop-Link, das ist schon, weißt du, früher hat mal irgendeiner gesagt, du schickst uns einen Dropbox-Link. Mittlerweile ist Pickdrop so normal in den Agenturen und in den Firmen. Und ich, das macht mich jedes Mal ein bisschen stolz, dass ich dich kenne. Und das mich auch. Ja, das ist das Ziel. Also ich mag, wie man jetzt bei meinen Fotos vielleicht schon gesehen hat, ich mag keine halben Sachen. Entweder jemand arbeitet mit der wirklich besten Software oder und den besten Tools und der besten Kamera oder man sollte es sein lassen irgendwie. Ja. Und mich hat das sehr angenervt, dass ich Bilder irgendwie mit schlechter Software verschicken musste und dann habe ich es halt selber gebaut und es wird anscheinend langsam honoriert. Also inzwischen, wir haben es zu zweit gegründet,
Inzwischen sind wir hier, lass mich nicht lügen, ich glaube zu 12 im Pickdrop-Team und arbeiten jeden Tag an diesem Tool. Und ich ärgere mich, dass ich damals nicht mit eingestiegen bin, ehrlich gesagt. Weißt du, wie oft ich das schon gefragt wurde von Fotografen, die es ausprobiert haben, ob man einsteigen kann. Aber das gibt es bei uns nicht. Wir sind ein kleines Team, wir machen das für uns und freuen uns über jeden zahlenden Kunden am Ende. Und das zeichnet euch auch aus, weil du kannst bei Pickdrop, also das höre ich auch von ganz vielen anderen Fotografen, die sagen, ey, das Geile ist, die sitzen in Deutschland, in Berlin, wenn du was rufst so an, die melden sich, die kümmern sich. Du hast halt das Gefühl von Betreuung, immer so. Und das ist wirklich super geil. Und ihr habt eine unglaubliche Geschwindigkeit. Eure Server sind schnell. Ich muss jetzt mal leider das Loblied auf euch singen, weil ich weiß, wie bescheiden du bist. Ich lasse dich einfach. Und es funktioniert dermaßen geil. Und es hat ein Stück weit auch die Arbeit vieler Social-Media-Teams in Deutschland verändert. Also wenn ich, bei mir ist es ja so, ich fotografiere vor Ort meine Reportagen und liefere sofort an Pickdrop aus. Das heißt, bei mir wird das Foto aus der Kamera sofort zu Pickdrop übertragen. Mhm. Und der Kunde hat es Sekunden, nachdem ich es gemacht habe, schon und kann es in die sozialen Medien verteilen. Du bist auch so ein Optimierer, ne? Du machst deinen Kunden nicht nur dadurch glücklich, dass du ein gutes Foto ablieferst, sondern dass er es auch sofort bekommt und das Wichtigste damit arbeiten kann. Und für all die, die jetzt sich das nicht so richtig vorstellen können, wie das geht, habe ich eine kleine Sache vorbereitet. Wir machen das jetzt mal, wir spielen es einfach mal live durch, damit die Leute ein bisschen sehen, wie das funktioniert und was du da mit Pickdrop eigentlich geschaffen hast und wo der hingeht, der Zug. Also ich habe jetzt hier die Alpha 9 2. Ich mache hier einfach ein Foto mal von unserem kleinen Set. Ihr seht das jetzt hier hinten drauf. So sieht das aus. Zack. So, und dieses Foto schicke ich jetzt einfach mit zwei Knopfdrücken. Und zwar mache ich jetzt einfach in der Kamera, bei mir habe ich es über Schützen gemacht. Seht ihr den Schlüssel da oben und drücke auf den zweiten Knopf und jetzt fragt er mich, soll ich es hochladen und ich sage ja. Aber warte mal, die Magie, soll ich die Galerie schon mal aufmachen? Du hast mir den Link vorher schon verraten. Schick für die Teilnehmer, die jetzt hier bei uns live dabei sind, schicke ich mal den Link raus. So, den solltet ihr jetzt alle haben hier bei uns und ihr könnt jetzt live dabei sein und einfach mal den Link aufmachen und gucken, wie das Bild landet. Da, jetzt bist du live drauf und ihr seht, da kommt das Bild schon an, bei dir auf dem Browser. Zack, da Genau. Also was du jetzt gemacht hast, wir haben Pickdrop so aufgebaut, dass man auf seine ganzen Galerien auch per FTP zugreifen kann und die Sony-Kamera beherrscht einfach FTP. Und du hast jetzt ausgelöst, hast einen Knopf gedrückt und keine, weiß ich nicht, 5 Sekunden später ist es da. Ja, und das ist wirklich, das ist so ein Tool auch in den Sony-Kameras. Und das sehe ich halt, wenn ich jetzt mit vielen anderen quatsche, dass diese FTP-Funktion ja auch nicht in jeder Kamera steckt. Aber der Kunde, wie du es hier gerade zeigst, der kann jetzt eine Flagge setzen. Der kann sich also, wenn die Galerie jetzt größer wird, einfach verschiedene Flaggen setzen. Grün für geht durch, nehmen wir. Rot für auf gar keinen Fall. Dann machen wir mal orange hier. So. Orange müssen wir nochmal drüber, muss nochmal gedingst werden. Du zeigst es hier schon, man kann alles Mögliche. Man kann Passwort setzen, man kann bestimmte Größen setzen, also es ist wirklich unglaublich. Genau, und vor allem, du machst es ja auch gerade, du spielst gleichzeitig in der Galerie rum oder vielleicht auch Besucher gerade, das kann sein. Ja. Man kann hier wirklich sagen, das Bild gefällt mir nicht. Man kann sortieren also für den Kunden ist es super einfach zu sagen, ich sortiere aus vielen Bildern Stück für Stück die Bilder raus, die ich haben möchte und am Ende sage ich dem Fotografen Bescheid, bitte schick mir alle Bilder, die ich grün markiert habe. Das macht halt Bildauswahl ungemein einfacher. Das ist so das ganz große Ziel von Pickdrop. Genau. Ja, so einfach ist das. Ich glaube, der Sergej hat für uns nochmal das Ganze ein bisschen vorbereitet für all die, die interessieren, was sie in der Kamera einstellen müssen. Sergej, magst du uns da nochmal so ein bisschen reinholen? Genau, da warte ich schon sehnsüchtig drauf. So, ich starte mal ein ganz kurzes Video, was ich vorbereitet habe. Dann könnt ihr das auch alle live mitverfolgen. So. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Okay, super. Und zwar ist das ganz einfach jetzt anhand von der Netzwerkfunktion in der Alpha 9. Bei den anderen ist es genauso. Also was erst ganz wichtig ist, man muss erstmal die Kamera ja quasi mit einem Sender verbinden. Das wäre jetzt in meinem Fall zum Beispiel das Smartphone, das Handy. Dazu geht man einfach auf den Zugriffspunkt. Jetzt fragt er eben ab, was so alles so in seine Umgebung sendet.
in dem Fall findet er jetzt mein iPhone. Das war schon verbunden, deswegen wird es einfach hier nochmal kurz bestätigt. Und damit haben wir schon quasi die halbe Miete. Also jetzt steht die Verbindung in die Außenwelt und jetzt müssen wir nur noch die Daten quasi von PicDrop eintragen. Und das geht hier bei der FTP-Übertragungsfunktion. Man hat hier auch nochmal eine verschiedene Auswahl. Neben den Grundeinstellungen kann man zum Beispiel sagen, was soll die Kamera übertragen? Soll sie zum Beispiel jetzt nur die JPEGs übertragen oder auch die RAWs? Soll sie das automatisch übertragen im Hintergrund? Das war ja bei dir. Du hast es ja zum Beispiel über die Knopfbedienung gemacht. Es geht natürlich auch eben automatisch, dass das direkt hochlädt. Und ansonsten muss man nur noch die Server-Einstellungen treffen. Man hat 9 Server, kann man also festlegen. Das ist schon mal was. Wenn man da parallel noch vielleicht mit dem Privaten zu Hause arbeitet, dann kann man die natürlich jeweils benennen, damit man nicht durcheinander kommt. Und im Endeffekt muss man nur noch die Zieleinstellungen treffen für den FTP, in dem Fall ftp.picdrop.de, den Port. Man muss natürlich angemeldet sein bei PicDrop. Man kann jetzt nicht einfach so Bilder hochladen. Das stimmt. Das ist eine gute Anmerkung. Ja, also, bevor es jetzt jemand probiert, dachte ich mir, erwähne ich das mal. Das ist ein sehr guter Comment auf jeden Fall. Und genau, letztendlich war es das schon. Wenn man sich eben angemeldet hat, dann kriegt man auch eben den Benutzernamen und das Passwort. Den trägt man da ein und dann kann es eigentlich schon losgehen. Jetzt geht man zur Sicherheit, quasi kriegt man angezeigt in der Infoanzeige, ob er verbunden ist. Das wird man jetzt hier auch gleich sehen. Und zwar erscheint das gleich, wenn ich alle Server durchgegangen bin. Nach der OK-Bestätigung. Und dann sieht man hier unten zum Beispiel, Server 1 ist eben PicDrop, da verbindet er hin. Gleich hat er mein Handy und dann steht auch die Verbindung. Genau. Und jetzt würde er das Foto hochladen. Zack. Und das Schöne ist, es klingt jetzt erstmal relativ kompliziert, aber das macht man einmal. Ich glaube, du hast das auf eine Taste dir einfach gelegt auf deiner Kamera, oder? Auf C1 gelegt und C2. Also C1, da schütze ich quasi die Bilder, wenn ich jetzt fotografiere, ich sehe, das ist gut, das können die gebrauchen, dann gehe ich auf Schützen und auf C2 habe ich mir sozusagen den Upload gelegt, dass alle geschützten Bilder nach oben gehen. Sonst geht ja jedes Foto, was ich mache, nach oben. Ja. Ja, genau, noch vielleicht ganz kurz für alle, für die es zu schnell ging. Die Einleitung quasi von Steffen, die hat er schon mal online erstellt. Die findet ihr dann in der YouTube-Beschreibung vom fertigen Video. Genau. Ich packe die in die YouTube-Beschreibung für euch, die hier live dabei sind. Gebe ich das jetzt auch nochmal hier in unseren Gruppenchat rein. Dort könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Da habe ich das Punkt für Punkt für Punkt erklärt. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Und ich habe nochmal eine Verständnisfrage. Das heißt, du rennst, du machst ja auch viel Politikerveranstaltungen, begleitest auch Events, hast Politiker, für die du teilweise gezielt arbeitest. Wenn du mit denen mitrennst oder irgendwie im Irak mit dem rumfliegst oder so, dann hast du dein iPhone in der Tasche, drückst auf der Kamera, während du gerade zwischendurch im Auto sitzt, Favoriten markierst und dann drückst du einmal eine Taste und dann zack, sind die hochgeladen in eine Galerie und der Politiker hat auf seinem iPhone in der Hosentasche den Link zur PicDrop-Galerie. Ganz genau, so sieht es aus. Ja, also das sieht so, dass die Politiker oft Social-Media-Teams haben, die nicht bei ihnen an der Seite sind, sondern die sitzen dann in den Zentralen, im Büro oder in Agenturen und die kriegen dann quasi sekündlich immer von mir das Material, was ich vor Ort fotografiere und die werden das dann aussuchen, sich das Beste aus, können sich auch abstimmen. Ihr habt ja auch eine Kommentarfunktion runter. Und dann geht das relativ zügig raus. Und das Schöne ist wirklich, wenn ich im Ausland arbeite, ob das jetzt im Irak ist oder sonst wo, ich habe auch immer gleich ein Backup. Ne? Also das ist so für mich immer noch mal wichtig. Ich habe es erlebt durchaus, dass man in bestimmten Ländern die meine SD-Karte einkassiert hat, um sie checken und sowas. Und das ist das wirklich das Abgefahrene. Ich habe einfach ein iPhone mit einem Vertrag, der sozusagen eine Flatrate hat für alles, die Datenflatrate, sodass ich niemals da irgendwie in Schwulitäten komme. Und deswegen habe ich immer gleich auch ein Online-Backup für mich. Ja. Muss ich auch mal probieren. Ja, also das ist wirklich das Tool vor dem Herrn. Das ist wirklich, hat meine Arbeit, also ich kann es nur noch mal sagen, nicht nur die Arbeit des Fotografen, auch der von Agenturen komplett verändert. Also teilweise, ich habe auch teilweise Porträtshootings im Studio, wo die Agentur jetzt gerade zu Corona-Zeiten, wo wir einfach nicht 10, 20 Leute, du weißt ja, wie das ist manchmal, wenn man so
Mode fotografiert, hast du normalerweise 20 Leute, die um einen stehen und aufs Foto warten. Die sitzen jetzt teilweise im Homeoffice und ich fotografiere und die können das Ergebnis sofort immer schon im Browser bei sich zu Hause sehen und dann schon sagen, ah, lass uns nochmal den Winkel verändern. Das ist, da gibt es so viele Anwendungsfälle und Anwendungsbeispiele. Ich glaube, ihr wisst gar nicht, welche Büchse ihr da aufgemacht habt. Ja, also ich persönlich zum Beispiel schieße jetzt nicht aus der Kamera, weil ganz so schnell muss es bei mir nicht gehen, aber es kann natürlich auch bei einem Paar-Shooting sehr beeindruckend sein, wenn man jetzt mit dem Paar irgendwie in Berlin übers Tempelhofer Feld läuft, die kommen nach Hause und haben schon automatisch alle Bilder in der E-Mail bekommen und man selber sitzt vielleicht noch im Auto auf dem Weg ins Studio zurück oder so. Also ich finde es selber toll. Man kann natürlich auch die Bilder ganz klassisch einfach im Browser hochladen oder so. Ja. Der Standardweg. Andreas, bevor, guck mal, die Zeit rennt schon wieder. Die rast wirklich, ich bin auch überrascht, ja. Magst du uns noch mal ein bisschen was zur Technik erzählen? Das Abgefahrene ist auch, dass du, auch was die Kamera angeht, noch vor mir bei Sony warst. Also du fotografierst eigentlich mit Sony länger, ne? Ich weiß es gar nicht, wer zuerst dabei war, aber ich habe hier in meiner Kameratasche, ich glaube, Olli oder Sergej, einer von beiden, hat auch ein Foto von meiner Kameratasche. Ich habe heute dann das erste Mal in meinem Leben meine Kameratasche fotografiert. Ich habe eine Sony A7 R3, glaube ich, da drin liegen neben dem und noch eine 2er, glaube ich, als Backup-Kamera. Was ich mag, ist einfach zuverlässig. Welche Kameras hast du? Ich sehe eine. Genau, ich weiß nicht, wer teilt denn das gerade, ne? Olli oder Sergej? Genau, ich weiß nicht, ob man mal ranzoomen kann, ob das möglich ist, aber ich habe da drinnen unten links das 35 mm. Das 1,8. Ach, du fragst Sachen. Naja, 1,8 Kilo und das 1,8 wiegt 400 Gramm und das 1,4 1300 Gramm. Da ist ja ein Kilo dazwischen. Guck mal, da siehst du mal, was ich für ein Technik-Nerd bin, ne? 1,4. Ja, siehst du, zwischen den 1,8 und 1,4 liegen auch nochmal 1.000 Euro. Ja, genau. Und ich fand es gerade selber überraschend, ich weiß es nicht mal. Für mich ist das ein Arbeitswerkzeug und das Allerwichtigste ist, dass es einfach funktioniert und das tut's. Man muss auch sagen, das 35-1,4 ist eins der am besten getestetsten 35er über alle Marken. Also das ist abgefahren, das ist schwer, leider, es ist groß. Aber es ist das Beste in allen Tests, das beste 35er, was es gibt auf der Welt. Ja, okay. Ja, das ist gut zu wissen. Dann habe ich mir das Richtige ausgesucht. Das ist bei mir... Was sagst du? Nee, hast du gut gemacht. Hast du... Bei mir ist es einfach wichtig. Ich habe halt oft nur diese berühmten 2 Minuten mit den Politikern. Und ich hatte vorher andere Kameras und ich habe auch schon mal irgendwie einen guten 5-stelligen Betrag für eine digitale Mittelformat ausgegeben. Wenn da irgendwas ausfällt. Ich habe das erlebt, dass bei einer digitalen Mittelformat, sehen ja alles ganz toll aus, aber wenn dann einfach in diesen 2 Minuten die Kamera ausgeht und sich rebootet und man steht dann 20 Sekunden vor Herrn Altmaier und sagt, ja, okay, Entschuldigung, die Kamera fährt gerade neu hoch oder so, dann das waren für mich so schreckliche Erlebnisse, dass ich mir dann wirklich angeguckt habe, worauf ich wechsle. Und 90% aller Shootings mache ich inzwischen mit... der Linse hier auch. Mit dem 35er. Mit dem 35er, genau. Also wenn man bei mir auf die Website guckt, haben wir jetzt vielleicht ein paar Leute offen, dann sieht man, ich bin immer schon eher derjenige, der einen Schritt zurückgeht, die Szenerie mit drauf nimmt aufs Bild und die Leute irgendwo in eine Ecke stellt. Ein Freund von mir hat es mal genannt, verhinderter Architekturfotograf, der gezwungen wird, Porträts zu machen. Ja. Jetzt aber deine Kameras. Du hast eine A7 R3. Mhm. Und was noch? Du hast jetzt... das daneben müsste eine A7 R2 sein, der Vorgänger. Und das war's. Okay, das heißt, die hast du nur als Backup, falls die R3 irgendwann mal... Genau. Das ist relativ wichtig, wenn man wirklich auch von der Fotografie lebt und so weiter. Das ist halt nicht optional, ob ein Bild entsteht, sondern das ist ein Muss. Und wenn eine Kamera, ist mir jetzt mit einer Sony noch nicht erlebt, aber natürlich kann eine Kamera mal irgendwie rumzicken oder sonst was. Dann hat man nicht die Zeit, um da irgendwie zu sagen, ach komm, wir fahren mal zum Laden und holen eine neue oder so. Dann greift man in die Tasche, holt die zweite raus. Eine Kamera kann mal runterfallen oder... irgendein Trottel am Set schüttet ein Glas Wasser drüber oder sonst was. Kann alles passieren, deswegen ist immer eine zweite dabei. Ich brauche sie eigentlich so gut wie nie, toi, toi, toi. Aber, jetzt bei dir noch das 55, das ist wahrscheinlich das 1,8 von Sony Zeiss. Soll ich mich nochmal bücken und es rausholen? Ja, solange Andreas das Objektiv sucht, kann ich sagen, auch das habe ich. Auch das ist eins der besten 55er, die ich... So. Also ich bin halt jemand, ich gehe in den Laden und frage, was gibt's denn? Und dann kaufe ich das. Und 55, 1,8. Ja.
Zeiss, irgendwas, genau. Ja, Zeiss, genau. Genau, das ist auch da, das als Tipp, ein unglaublich leichtes und ich finde, die 1,8 reichen vollkommen aus für die Freistellung und es ist halt unglaublich leicht, es ist unglaublich schnell auch, der Fokus ist auf dem Punkt, wahnsinnige Linse. Hm. Dann ist noch ein 85, was hast du da, das 1,8 oder das 1,4er, hast du gleich mit? Ich bin wirklich nicht lernfähig, ich hätte ja wenigstens so tun können, als wüsste ich es und hätte schon mal rauflüschern können. 1,8er. Ja. Eins auch der Zeiss, genau. Kann ich auch nur allen Leuten empfehlen. Also ist lieber da mal irgendwie 100 Euro mehr ausgeben oder vielleicht auch ein bisschen mehr und sich eine vernünftige Linse kaufen. Hat man jahrelang was von. Jetzt sehe ich, du hast sogar noch ein Belichtungsmesser. Erzähl mir nicht, dass du mit Belichtungsmesser arbeitest. Nee, ganz ehrlich, als der Sergei mich vorhin gebeten hat, noch ein Foto von der Kameratasche rumzuschicken, habe ich den Belichtungsmesser, der seit 2 Jahren nicht mehr genutzt wurde, oben draufgelegt, weil es gut aussieht fürs Foto. Sehr schön. Ich benutze den nicht wirklich, nein. Ich ist es ja nicht verkehrt. Ne? Also genau. Wenn du Blitzleistung einstellst, dann das kann keine Kamera sozusagen. Das vorher schon ausmessen, von daher passt es. Ja, wobei ganz kurz, das ist was, wo ich, das klingt wie so eine Werbeveranstaltung, aber ich mag es wirklich. Ich liebe an dieser Kamera, dass ich auslöse. Ich habe ja immer nur diese 2 Minuten und ich kann nicht zwischendurch aufs Display gucken und nochmal schauen, wie es aussieht. Und meine Assistentin sagen, mach den Schirm nochmal einen Meter weiter links oder sowas. Und ich kann während des Auslösen, sehe ich immer nach dem Auslösen sofort das fertige Ergebnis, selbst wenn geblitzt wurde. Weil das, was ich in Real Life sehe und das, was ich mache, das ist oft, da liegen Welten dazwischen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, ja, was ich einfach... Ist, dass man bei der Kamera das Ergebnis gleich im Sucher sieht. Genau, du siehst es einfach sofort im Sucher und mein Gegenüber hat nicht das Gefühl, dass ich abwesend bin, um das Ergebnis zu kontrollieren, sondern ich bin einfach konsequent beim Gegenüber dabei und laber mit dem und versuche irgendwie den zu entertainen oder zu dem Ergebnis zu bewegen, was ich gerne haben möchte. Dein Lieblingsblitz noch? Profoto B1X heißt der, glaube ich. Ja. Und ich werde nicht von Profoto bezahlt. Das ist ein gutes Stück Equipment, genau. Super. Und das Schöne ist, beides arbeitet wunderbar zusammen. Was bei mir ganz oft inzwischen der Fall ist, ich hole die Kamera raus, mache den Funkauslöser obendrauf, meine Assistentin baut den Blitz parallel auf, wir stellen uns vorher hin, bauen uns einmal auf, ich stelle es auf TTL an der Kamera, löse einmal aus, wo früher man vielleicht 50 Auslösungen brauchte oder eben Belichtungsmesser, um langsam sich ans Ergebnis, ans Gewünschte ranzuarbeiten, da mache ich einfach jetzt eine Testauslösung, justiere es nochmal leicht nach und das war's. Heute Morgen gerade wieder so gemacht. Ja, das ist einfach. Ja. Ich meine, du kennst ja die Zeiten auch noch, du hast auch noch analog fotografiert, so viel ich weiß. Ne? Mhm. Auch noch gelernt analog. Das waren noch andere Zeiten, wo du dann echt so schnell... ins Labor und Kontaktabzug und den ganzen... Ich habe auch schon komplette Shootings unscharf fotografiert und musste zum Kunden gehen und sagen, ah, upsie. Es ist zum Glück nur einmal passiert, aber da finde ich es schon ganz nett, während der Shootings zu sehen, okay, alles läuft, das Ergebnis zu sehen. Und ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt wirklich, wie du es parallel dann schon hochlade. Da nutze ich mein eigenes Tool anscheinend noch nicht zur Perfektion. Aber ich habe mir mittlerweile auch, da haben wir ja das letzte Mal drüber geredet in der letzten Sendung, also schon so einen Look in der Kamera gebaut, der schon so geil ist, dass du quasi das auch gleich nutzen kannst. Also natürlich. Es geht? Wieso sagt mir das keiner? Also bei Sony kannst du schon verschiedene Looks bauen. Na, okay. Klar. Okay. Natürlich kannst du da keine Regentropfen und Hagel, kein Hagelsturm wegmachen. Also von daher. Hm. Wieder was anderes. Sag mal, bevor wir uns jetzt gleich verabschieden müssen, das geht so schnell hier. Ein Tipp für alle, die jetzt gerade in das Fotografiegeschäft einsteigen, zu Corona-Zeiten sowieso schwierig, aber was würdest du sagen, war das so das Wichtigste, deine wichtigste Erkenntnis der letzten 10 Jahre auf dem Weg dorthin, wo du jetzt gerade bist? Also wenn man davon leben möchte, ist die wichtigste Erkenntnis, seinen eigenen Wert zu erkennen und nicht Ja zu allen zu sagen, sondern Nein. Das habe ich durch das Glück, dass ich eben noch Pickdrop habe als Zweitverdienst, habe ich gelernt, Nein zu sagen. Und das Lustige ist, wenn man wirklich gewollt wird von den Kunden, dann kommen die immer 2 Stunden wieder und zu den Konditionen, die man selber genannt hat. Das ist wirklich etwas, was ich viel, viel früher gerne gewusst hätte. Aber was wirklich das Fotografische angeht, jetzt für die Zuhörer und Zuschauer, sich wirklich intensiv mit Fotografie